Hallo, kurzer Mini-Schnell-Quick-Test. Autofokus vom Metabones-Adapter, das ist der Canon zu Sony Nex, beziehungsweise Sony E-Mount. Die Version 4, die hat Autofokus. Ich habe schon angedeutet, das funktioniert nicht wirklich. Ich zeige es mal ganz, ganz kurz. Ich habe verschiedene Objektive ausprobiert von Canon. Das Ergebnis ist mehr oder minder vergleichbar. Das nimmt sich nicht wirklich was. Es funktioniert nicht wirklich. Also nicht so, dass man das damit anfangen kann und nicht viel, viel schneller ist, wenn man es manuell macht. Ich zeige es mal kurz. So, und zwar bin ich jetzt im A-Modus. Ich habe Blende 4 eingestellt, ISO-Automatik. Und wie man sieht, ist jetzt verschwommen. Die Heidi ist also nicht im Fokus. Ich habe jetzt mal auf unendlich gestellt von der Hand. Und ich habe Autofokus an. Und zwar ganz normal, was habe ich jetzt an? Zonen. So, und wenn ich jetzt hier versuche, Autofokus zu machen, jetzt hat er. Also es ist nicht so, dass es nicht klappt, aber er ist ziemlich am Suchen. Und ich bin jetzt im hellen Tageslicht. Es ist nachmittags um 3. Also es wird nur schlechter. Im Haus kann man das völlig knicken. Wenn ich jetzt stattdessen Station hier zum Beispiel weit nehme, jetzt wieder, also er braucht sicher gefühlt 2-3 Sekunden. Und wenn ich stattdessen irgendwie Spot, sagen wir mal Spot L nehme, wo ist er jetzt da, genau auf dem Gesicht, machen wir sie immer einfach, setzen das schon mal vor aufs Gesicht, gehen hier auf und endlich. Jetzt. Wenn ich dann mir das angucke, dann sieht das zumindest hier auf dem Monitor durchaus fokussiert aus. Müsste ich in groß nochmal schnell anschauen. Aber prinzipiell ist es einfach so langsam, dass das irgendwie völlig überhaupt keine Rolle spielt.